Das ist Bezirk 2, Kalimelios Zephyros. Hier befindet sich neben verschiedenen Testeinrichtungen der Observationspunkt Poiton Oikos. Und jetzt sollten wir... Nanu, was ist denn das? Ah, ein Ureas. Wie putzig. Und was ist das? Eine neue Haiart. Mein Büro hat das Konzept vor ein paar Tagen genehmigt. Haie gehören mit. Zuerst war es nicht anders als bei anderen Arten. Man entwarf sie in verschiedenen Größen oder mit Anpassungsmerkmalen an unterschiedliche Lebensräume. Doch dabei blieb es nicht. Ein besonders ehrgeiziger Schöpfer gab den Haien die Gabe des Fliegens, ein anderer Intelligenz. Dann kamen mehrere Köpfe, sogar Arme und Beine. Ich hielt es für absurd und dachte, man sollte sich lieber einer neuen Art zuwenden. Aber man will ja Fleiß nicht bestrafen. Und jetzt haben wir das. Das war knapp. Ist jemand verletzt? Ach, sieh mal einer an. Venat, wer hätte gedacht, dass wir uns hier wiedersehen? Wie ich schon sagte, kehren die meisten Konventsmitglieder zum Planeten zurück, wenn sie ihren Sitz aufgeben. Sie gehört nicht dazu. Sie zeigt sich weiterhin geschäftig, obwohl sie den Konvent verlassen hat. Venat, sie war die vorherige Asem. Wir haben uns lange nicht gesehen, Hythlodeus. Du hast dich gut gehalten. Und der amtierende Emmet Selch. Sehe ich richtig, dass sich die Furchen auf deiner Stirn auch tiefer eingegraben haben? Dabei bist du noch so jung. Vielleicht solltest du dir abgewöhnen, immer so finster dreinzublicken. Deine Nachfolgerin gibt wenig Anlass dazu. Wie geht es ihr denn? Wie immer. Neulich hat sie sich kopfüber in einen Vulkan gestürzt, der kurz vor dem Ausbruch stand. Wenn es dich interessiert, erzähle ich dir später die ganze Geschichte. Ja, unbedingt. Und wer bist du? Sag, kommst du vielleicht aus der Zukunft? Ich spüre einen meiner Schutzzauber an dir. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, ihn gewirkt zu haben. Das kann nur bedeuten, dass ich den Zauber irgendwann später im Fluss der Zeit auf dich gelegt habe. Um was für einen Schutzzauber handelt es sich? Er ist ein Segen für Reisende und schützt vor Verformungen des Äthers. Du weißt, was ich meine? Dann stammt dieser Schutzzauber also wirklich von mir. Und das soll beweisen, dass wir Besuch aus der Zukunft haben. Manchmal glaube ich, alle außer mir haben den Verstand verloren.
Darfst du uns nicht sagen, worum es geht? Die Realität, in die du zurückzukehren wünschst, ist das Resultat der letzten Tage. Nichts, was du tust, wird die Tragödie ungeschehen machen. Das heißt, deine Handlungen hier werden die Zukunft, aus der du kommst, nicht ändern. Doch sie könnten den Lauf unserer Geschichte beeinflussen. Wie aufregend! Das Unerforschte fordert mich heraus. Und nichts ist so unbekannt wie die Zukunft. Doch gleich, was man zu wissen glaubt. Die Zukunft kennen wir erst, wenn sie zur Gegenwart geworden ist. Womit ich sagen möchte, um unser Schicksal brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Aber so oder so, es muss einen gewichtigen Grund geben, dass du diese Reise auf dich genommen hast. Willst du ihn nicht verraten? Vielleicht kann ich dir helfen. Also wirklich. Wenn das wahr ist, hast du uns aber ganz schön was vorenthalten. Im Namen des Konvents verlange ich, alles zu erfahren. Wer du bist, was du hier willst, alles. Ich schlage vor, wir ziehen uns irgendwohin zurück, wo es sich besser sprechen lässt. Ich bin für eine Weile hier, um einem alten Freund bei der Arbeit zu helfen. Deswegen habe ich eine Unterkunft in Poyton Oikos. Wenn ihr einverstanden seid, gehen wir dorthin. Hab Mut! Dieses Treffen war kein Zufall. Da bin ich mir sicher. Andernfalls würdest du bestimmt nicht mein Zeichen tragen. Dabei habe ich mir ganz bestimmt etwas gedacht. Ich kenne mich doch.